Mitte Mai wurden die Zwillinge von Sarafina Wolny mit einem Notkaiserschnitt auf die Welt geholt. Inzwischen sind sie zu Hause, doch die kleinen Jungs haben mit Bauchschmerzen zu kämpfen. Nach ihrer Geburt mittels Notkaiserschnitt Mitte Mai sind Sarafina Wolnys Zwillingsjungs vergangene Woche in ihrem Zuhause angekommen. Amory und Cass erblickten bereits in der 31. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt. Anschließend mussten sie noch einige Zeit im Krankenhaus behandelt und beobachtet werden. Nun wandte sich Sarafina Wolny erneut besorgt an ihre Instagram-Follower. Denn die Zwillinge könnten nicht richtig Nahrung aufnehmen, weil sie Bauchkrümmungen hätten oder diese wieder ausschlupfen. In einer ausführlichen Instagram-Story bedankte sich Sarafina Wolny am Dienstagabend für die zahlreichen Nachrichten ihrer Fans, die viele Tipps zur Bekämpfung der Bauchschmerzen ihrer beiden Söhne beinhalteten. Dabei hätten insbesondere die erwärmten Kirschkernkissen geholfen, mit denen die Jungs ruhig schlafen könnten. Dennoch hätten Sarafina und ihr Mann Peter Wolny irgendwann nicht mehr weiter gewusst, sodass sie den Kinderarzt kontaktiert hätten. Denn Söhnchen Kassai trinke seine Flasche zwar immer bis zu einem gewissen Punkt, doch dann fange sein Bauch an zu grummeln. Dann spuckt er die Flasche aus und fängt an zu weinen. Wir versuchen ihm die Flasche wiederzugeben, dann spuckt er es an den Seiten aus und es tut ihm richtig weh, so Sarafina Wolny. Die Empfehlung vom Kinderarzt lautet nun, Umstellung auf eine Spezialnahrung, um zu schauen, ob es dann besser wird. Möglicherweise leiden die beiden demnach an einer Kuhmilchunverträglichkeit. Zudem solle dem Babys Blut abgenommen werden, um die Vermutung zu bestätigen oder zu entkräften. Das ist ihnen richtig unangenehm, die verzweifelte Sarafina Wolny erklärte, er hat nicht 24 Stunden Bauchschmerzen, sondern wirklich eine Stunde nachdem er etwas gegessen hat. Und durch seine Bauchschmerzen trinke er eben die Fläschchen nicht leer. Auch das Spucken sei sehr extrem. Das ist bei Amory schlimmer, erklärte Wolny. Die besorgte Mutter schrieb weiter, man merkt auch, dass ihnen das richtig unangenehm ist, das kommt nicht nur aus dem Mund, sondern auch aus der Nase. Wir haben gefühlt alles ausprobiert und ich wusste dann einfach nicht mehr weiter und habe dann den Kinderarzt angerufen. Denn, so Sarafina Wolny, die seit Sommer 2019 mit Ehemann Peter verheiratet ist, es macht einen schon sehr traurig, wenn man das kleine Würmchen so leiden sieht und einfach nichts machen kann. Sarafina Wolny überglücklich, 7 Wochen haben wir gewartet, ab hier nur Trash, böse Vorzeichen für Kampf der Reality Stars, 6 Wochen nach Geburt, Sarafina Wolny gibt Gewichtsupdate am Mittwochmorgen, gab Sarafina Wolny dann ein Update. Sie schrieb, die Jungs waren letzte Nacht so unruhig wegen Bauchweh bis 6 Uhr durchgehend. Wir haben heute Morgen die Nahrung beim Kinderarzt abgeholt und die Jungs haben die erste Flasche mit der neuen Nahrung bekommen.
Bis jetzt lief alles gut. Kein Bauchbrummeln mehr bis jetzt. Wir hoffen, das bleibt so. Heute melde sie sich erstmal nicht bei ihren Followern, sondern werde sich einzig um ihre Kinder kümmern.